Moin Leute und willkommen zu diesem Motovlog. Heute endlich nochmal auf der WR. Und bevor ich irgendwas sage, fragt euch wahrscheinlich, wieso die Dinger hier dran sind. Aber dazu komme ich später mal. Also, endlich nochmal auf der WR hier. Letztes Mal gefahren bin ich die tatsächlich auch beim letzten Motovlog. Danach bin ich die nicht nochmal gefahren, weil ich die nach dem letzten Motovlog auseinandergebaut habe. Also ich habe die mal so grundgereinigt, paar Teile erneuert. Denn ich habe jetzt gleich einen TÜV-Termin. Und habe halt auch alle TÜV-relevanten oder alle legalen Teile angebaut. Deswegen sind auch hier die fetten Spiegel hier dran, der lange Kennzeichenhalter. Der originale Krümmer zum Beispiel auch. Und der kleine DB-Killer ist wieder im Aero drin. Also wahrscheinlich hört man auch nicht allzu viel von der Karre jetzt. Und ja, ich mache da gleich TÜV. Ich hoffe, ich komme durch den TÜV. Ha! Gotti! Gotti! Und hier, das hier könnte dann eins der letzten Videos mit der Karre sein. Vielleicht kommt noch ein, zwei Videos. Ich war am Überlegen, noch eins zu machen, wo ich erkläre, was ich alles an der verändert habe. Falls euch das interessiert, könnt ihr ja mal schreiben. Ich kann euch aber schon sagen, ein Wheelie-Tutorial wird nicht mehr mit dem Moped kommen. Mache ich vielleicht mal irgendwann mit einem anderen. Aber ich habe eben schon Wheelies mit der probiert und die fährt sich so anders, nur durch den Krümmer. Und durch den DB-Killer, das drosselt extrem ab zu dem Setup, was ich vorher drauf hatte. Und ich habe die gerade einfach nicht mehr hochbekommen. Also noch nicht mal mehr im ersten Gang. Das ist schon echt traurig. Ja, die wird eben jetzt neu getüft, dann wird sie verkauft. Ja, wir können die hoch jetzt ja mal probieren, aber ich glaube, ich krieg die echt nicht mehr hoch. Das ist echt. Ich weiß es nicht. Ja doch, aber die hat so viel weniger Leistung, das ist echt krass. Da kommt gar nichts mehr an der Leistung, Alter. Ich raff es nicht, die wheelt sich auch komplett anders. Also können ja jetzt ja die Spiegel, Kennzeichenhalter und Auspuff so viel ausmachen. Also die kommt echt nicht mehr aus dem Pötten, das ist echt, echt traurig. Also ich finde, man sieht, dass sie deutlich besser aussieht, wie sie zuletzt war. War zuletzt ein bisschen ein Ranzbike, würde ich mal sagen. Also war schon ein bisschen verranzt. Ja, die Sitzbank ist nicht richtig drauf, da fängt der Ranz also wieder an. Sauber. Nee, ich finde, sie ist jetzt wieder so ein richtiger 16-jährigen Traum. So würde ich das bezeichnen. Also ist schon echt geil. Jeder 15-Jährige, der 16 wird oder eben einer, der 16 ist und 125er Viertakt fahren will, ist halt einiges dran verändert und ist echt schick, wenn man sich jetzt gerade mal hier die fetten Spiegel und hier den bescheuerten Kennzeichenhalter wegdenkt. Dann ist das schon eine echt geile Karre und den Krümmer halt auch den Aero wieder dran. Aber den Aero-Krümmer und den großen DB-Killer habe ich verkauft. Ich verkaufe die auch in dem Zustand, so wie sie ist. Ich gebe Unterlenkerspiegel dabei, aber Kennzeichenhalter verkaufe ich nur mit dem langen, weil den kurzen, den ich dran hatte, der war selbst gebaut und jetzt nicht das Wahre, dass man den verkaufen sollte. Und ja, ich habe halt einiges wieder schön gemacht. Die ganzen originalen Schrauben wieder rein. Ich hatte da vorher ja rote Schrauben, die waren aber alles schwer verranzt. Und alles nochmal richtig sauber gemacht. Ich finde, es sieht wieder ziemlich clean aus. Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Neuer Sitzbankbezug ist auch drauf. Und ich bekomme dann nach dem TÜV auch noch einen Ölwechsel und eine letzte Inspektion. Und dann wird sie verkauft. Tut mir irgendwie schon echt leid, weil mit der Karre habe ich alles gelernt. Also ich habe die jetzt 2 Jahre eben gehabt und habe damit alles gelernt. Ich habe damit grundsätzlich das Fahren nicht gelernt. Ich bin vorher auch schon
Moped gefahren im kleinen Stil. Aber so grundsätzlich Wheelies und alles, habe ich alles hier drauf gelernt. Und ich habe echt viel hier drauf gelernt. Also nicht nur normale Wheelies, ich habe halt, hiermit habe ich alles gemacht. Ersten One-Hand-Wheelie, ersten Catwalk, ersten Kennzeichenschleifer, ersten und bislang auch einzigen Heckschleifer. Und alles habe ich hier drauf gemacht. Stoppies gelernt, generell Kurven fahren, alles. Deswegen, die Karre bedeutet mir eigentlich schon echt was, aber sie muss halt weg. Zum einen steht die nur rum, wenn ich eine große Karre habe und ich brauche das Geld und den Platz. Und ja, ich kann es dann auch einfach nicht mehr gebrauchen. Und ey, hier der Sound ist aber auch wirklich erbärmlich, also das kann man sich echt nicht geben. Ist schon wirklich traurig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit den Unterlenkerspiegeln durch den TÜV gekommen wäre. Oder ich bin ja noch gar nicht durchgekommen. Ich hoffe, ich komme durch. Gar nicht. Aber ich habe jetzt halt mal lieber die Originalen dran gemacht. Damit bin ich auf jeden Fall safe. Nur verstehe ich halt überhaupt nicht. Weil mit den originalen Spiegeln guckt man sich total gegen die Schulter. Und bei den Unterlenkerspiegeln guckt man eben unter den Armen her. Und ich persönlich finde, ich sehe mit den Unterlenkerspiegeln sogar mehr wie mit den Originalen. Genau, und zum Thema großes Moped, was dann kommt mit dem A2. Ich habe ja, wie sicher ein paar von euch wissen, von Insta oder auch von YouTube, habe ich ja auch zwei Videos mit der GasGas EC250, die auf Sumo umgebaut ist. Da habe ich heute den Rahmen weg zum Pulvern gebracht. Und auch sonst habe ich da schon einige Teile bestellt und so weiter. Aber was damit dann passiert, da verrate ich mal noch nicht allzu viel zu. Das werde ich dann auch irgendwann in einem separaten Video erklären. Oh, das ist echt traurig, also nee, ich habe doch echt keine Lust mehr 125er zu fahren, macht irgendwann mit der Leistung wirklich keinen Spaß mehr. Und jetzt, wo die wieder so richtig, richtig gut, fast neu aussieht, mit dem Sitzbankbezug und alles mal geputzt, das ist schon, macht schon echt was her. Aber ich bin jetzt auch mal endlich bereit für mehr Leistung, also ich brauche ganz dringend mehr. Weil irgendwann ist das hier auch echt nervig. Ich werde jetzt bald dann mit dem A2 anfangen und wenn alles klappt und alles gut geht, dann darf ich ab dem 16.05. fahren, Großmoped. Und nee, ich bin schon 18, aber am 16.05. habe ich eben erst den 125er gehabt, also vor 2 Jahren. Und wenn man den 2 Jahre hat, dann ist der große Führerschein günstiger. Ich könnte ihn auch jetzt schon machen, dann wird er aber mehr kosten. Deswegen warte ich das gerade noch ab. Und darf dann hoffentlich ab dem 16.05. großes Moped fahren. Das Video ist dann jetzt vielleicht noch ein bisschen langweilig, weil ich keine Edit-Parts mit reinbringen kann. Weil mit den Wheelies, das klappt halt echt nicht wirklich. Wenn ich da jetzt mal kurz in ein Industriegebiet fahre oder so, ein bisschen übe,
Dann wird das auch wieder deutlich besser klappen. Ich würde sagen, dann fahre ich jetzt noch zum TÜV. Wünsche mir viel Glück, ich hoffe, ich komme durch und melde mich dann nachher wieder. So Leute, so viel zu dem Thema. TÜV habe ich absolut nicht bekommen. Ich bin ziemlich abgefuckt gerade, weil da. Ich kann nicht richtig reden. Oh Mensch! Also, die Mängel oder die Probleme waren, wieso ich jetzt tatsächlich keinen TÜV bekommen habe. So, die unglaublich schlimmen Probleme waren, der Lenker, der hat eine Zulassung, aber nicht für dieses Modell. Der hat für sämtliche andere Motorräder eine Zulassung, auch für die als 250er, aber als 125er natürlich nicht, obwohl er dieselbe Lenkeraufnahme ist und alles, aber ihr könnt ja bei der brechen und bei der 250er nicht. Naja, dann hier an der Sitzbank fehlt ein Haltegriff, weil der hintere Fahrer muss sich ja festhalten können, hier unten, wenn er hier sitzt, auch totaler Schwachsinn, verstehe ich nicht. Hier vorne der Griff, der ist natürlich abgebrochen und ja, das ist ja eine Gefährdung, das darf ja nicht sein hier. Und ganz besonders schlimm, weswegen ich hauptsächlich keinen TÜV bekommen habe, ist natürlich hier hinten das Heck, weil, oh, das hat ja hier Schleifspuren. Ja, und das ist ja auch hier abgebrochen, hier unten. Und hier, das wird ja nur noch durch Dekor gehalten und hier könnte das ja splittern und jemanden verletzen, oder? Ja, deswegen habe ich keinen TÜV bekommen. Man munkelt jetzt, woran das liegt, da das hier so ist. Ja! Ja. Und dann habe ich gefragt, ja, hatte hier mal einen Kabelbinder drüber, ob das denn okay wäre. Nee, das wäre auch nicht okay. Ich muss jetzt, das Teil muss hier ein Loch einbohren und muss hier eine Schraube durchmachen. Will ich natürlich nicht machen, weil das sieht absolut kacke aus. Ich mache das Heck mir kaputt und keine Ahnung was, da habe ich echt keine Lust drauf. Und ja, jetzt muss ich irgendwie eine Lösung dafür finden. Und irgendwann, wenn ich dann meine, die Lösung zu haben und wieder zum TÜV fahre, dann sehen wir uns wieder. Naja. Eine Ewigkeit später. So, hier bin ich wieder. Circa 2 Wochen, nachdem ich den TÜV eben nicht bekommen habe. Jetzt habe ich ihn endlich. Ihr seht, ich habe immer noch die Hebel dran, habe immer noch hier nichts drüber, habe das Heck noch lose und habe auch den Lenker noch dran. Wie ich das gemacht habe, ich bin einfach zu einem anderen TÜV gegangen, der nicht so eng gesehen hat, aber naja. Ist jetzt auch egal, ich bin jetzt halt einfach froh, TÜV zu haben. Fahren kann ich gerade nicht, das Wetter ist nicht das Beste und ist saumäßig kalt. Ich habe auch in der Zwischenzeit noch einen Ölwechsel machen lassen und somit ist er dann jetzt bereit zum Verkauf. Kann sein, da das hier das letzte Video mit dir war. Vielleicht mache ich noch einen Edit mit so ein paar besten Szenen von der. Aber kann sein, dass ich nicht mehr schaffe, noch irgendwie ein anderes Video mit ihr aufzunehmen. Die wird jetzt in nächster Zeit eingestellt und dann muss ich mal gucken, wie schnell die weggeht. Und wie ihr hier auch gerade in der Garage seht, hier steht die Gas wieder zusammen. Ich werde dazu noch ein Video machen. Die ist jetzt gerade halt im Zusammenbau, ist auch schon fast wieder komplett zusammen, fehlt nicht mehr viel. Und wer mich auf Insta verfolgt, weiß ein bisschen mehr dazu. Sonst werde ich halt eben noch ein Video dazu machen, was damit passiert. Aber da komme ich dann in einem anderen Video mal zu. Von daher würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Video.